Hi, in diesem Video wollen wir uns einmal eine Methode anschauen, wie man hier von so einem Akku die Zellen tauschen kann. Hierbei handelt es sich um einen Makita BL1430 Akku und ja, der lässt sich nicht mehr laden. Und in einem anderen Video, was ich dann hier auch mal verlinken werde als Infokarte, da wurde auch eine Methode mal vorgestellt, die sehr günstig ist und ja, die auch nicht viel Aufwand bedarf, um da etwas zu machen. Und ja, da wurde auch gesagt, warum man das auf gar keinen Fall machen soll. Und ja, deswegen eine Methode ist dann halt, wie gesagt, Zellen zu tauschen. Dazu muss man dann halt natürlich zunächst einmal so einen Akku öffnen, um sich Zugang zu verschaffen. Dazu muss man hier einfach nur diese vier Schrauben lösen. Und dann kann man den auch schon öffnen. Und wenn man den dann geöffnet hat, dann hat man natürlich irgendwie das Gehäuse. Und natürlich dann auch noch den Akku, wo normalerweise auch noch eine Elektronik dazu gehört. Die wurde hier schon einmal entfernt. So, und als ersten Schritt kann man dann hier halt einfach mal ein Multimeter nehmen, das auf Spannungsmessung stellen und dann hier einfach mal gucken bei den ganzen Zellen, wie das denn so ausschaut. Wenn wir hier die erste messen, dann sieht das schon mal gar nicht so gut aus. Und bei der nächsten, aha, hier mal eine Spannung, die ist okay. Hier mal eine Spannung, ja, die ist auch schon sehr gut. Und hier, ja, okay. Das heißt, hier, diese Zelle, die hat 0 Volt, die ist tot. Die muss man tauschen. Beziehungsweise in dem Pack ist das auch so, dass man hier 4 Zellen hintereinander geschaltet hat, um die höhere Spannung zu erhalten. Hier halt die 14,4 Volt. Und dann sind hier auch noch welche parallel, jeweils 2 Zellen, damit man dann hier auf die 3 Amperestunden kommt. Gut, dann hätten wir das schon mal identifiziert. Dann brauchen wir natürlich andere Zellen, die wir hier einsetzen können. Dazu hätte ich dann hier schon mal 2. Hier kann man natürlich auch mal checken, was die so für eine Spannung haben. Und dann wird man hier sehen, dass die hier 3,7 hat und die andere auch so 3,7 Volt. Das ist schon mal ganz schön. Da hätten wir auch schon mal was zum Austauschen von dieser defekten Zelle. Und hier jetzt muss man sich natürlich dann Platz verschaffen. Normalerweise, wie gesagt, ist halt hier die Elektronik drauf. Da würde es halt Sinn machen, die auszulöten. Das ist relativ kompliziert. Die sitzt dann natürlich dann irgendwie hier so oben. Und dann sieht man halt, hier überall sind dann halt die entsprechenden Kontaktpunkte und ja, die war wahrscheinlich dann hier mal so drauf. Und hier dann alles war so kontaktiert. Müssen wir halt sehr vorsichtig ablöten. Hier ist halt so ein Flatflex-Kabel. Normalerweise müsste dann hier auch noch irgendwo ein Temperatursensor gewesen sein. Das ist auch ein ganz großes Problem. Die sind dann meistens halt mit dem Board verlötet und hier an eine Zelle festgeklebt, damit die Elektronik auch weiß, wie warm so der Akku ist und um da den vor einer Überhitzung oder so zu schützen. So, ja, das erste Problem würde jetzt halt bestehen, die Zellen hier abzunehmen, beziehungsweise halt ja, die zu entfernen. Und hier ist quasi das Problem, man hat hier so ein Plastikteil, wo die ganzen Zellen drin sind und das wird dadurch gehalten. Und hier die ganzen Blechstreifen, die dann auch für die ganzen Kontakte sind, die halten das dann hier natürlich irgendwie zusammen. Und das Problem ist halt jetzt, normalerweise kann man hier relativ gut mit irgendeinem Seitenschneider oder auch hier mit so einem Mikroschneider hier einfach ja, diese Blechstreifen zerschneiden. Aber das erweist sich hier natürlich ein bisschen als schwierig. Deswegen könnte man hier einfach mal versuchen, bei den ganzen Lötstellen zu schauen, wie groß die so sind. Und ja, ich würde mal sagen, ein 2 mm Bohrer könnte man hier mal versuchen zu nehmen und dann wirklich diese ganzen Punkt,
Schweißung herauszubohren. So, dafür nehmen wir hier halt mal so ein 2 mm Metallbohrer und dann auch ein Akkuschrauber. Hier muss man natürlich so aufpassen. Hier auch lieber zu wenig als zu viel bohren. Das ist halt eine wirklich sehr heikle Angelegenheit. Aber probieren wir es einfach mal. In der Hoffnung, dass das irgendwie halbwegs funktioniert. Hier natürlich mit dem Camcorder. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig alles, weil natürlich ja ich persönlich fürs Machen nichts sehe und der Camcorder auch wenig sieht, weil das Werkzeug im Blickfeld ist. Wenigstens haben wir hier nicht das Problem, dass das eine besonders schmutzige Arbeit ist, wo man halt dreckige Finger bekommt und sich dann halt das ganze Equipment auch eventuell versaut. Mit einem Dremel könnte das halt auch eventuell noch besser sogar gehen. Da könnte man halt hier versuchen, zwischen den Zellen was wegzuschneiden, dass man dann halt so eine Trennscheibe nimmt und dann da halt guckt. Der große Vorteil bei den Zellen ist halt, dass die halt natürlich schon kaputt sind. Sprich, dass man da eigentlich kaum Gefahr hat, einen Kurzschluss zu machen. Und ja, schon sind die Zellen halt draußen. Das ging ziemlich gut. Hier sieht man halt ein paar Bohrlöcher. Also wurde halt ein bisschen angebohrt, aber wurde jetzt nicht zu tief gebohrt. So ein Bohrer ist natürlich nicht ganz optimal. Ein Fräskopf oder so mit einer glatten Oberseite wäre natürlich schon besser. Und wenn man dann eine Ständerbohrmaschine hätte, ist alles natürlich nicht so ohne und mit entsprechendem Aufwand verbunden. Ja, deswegen schon sehr heikle Sachen haben wir halt jetzt durch, Elektronik abgelötet und die Zellen hier rausbekommen. Gut, dann muss man natürlich gucken, wie die Zellen hier so waren und man sieht dann halt, dass man hier am Pluspol, das sieht man halt hier durch diese Markierung, so eine Art Nut drin, dass das hier dann halt der Pluspol ist und hier unten dann halt der Minuspol. Und hier muss auch der Pluspol dann halt hier so nach oben hin. Das heißt, ja, das müsste dann halt hier so hin. Gut. Eventuell haben wir jetzt hier auch sogar Glück, dass es alles hier soweit gut passt. Müssen wir mal gucken. Und ja, jetzt natürlich könnte man hier alles verlöten. So, ich drücke jetzt halt hier ein bisschen drauf, damit die Zellen möglichst durch den Druck nach oben wandern, soweit es geht. Und dass man das dann halt verlöten kann. Ich zoome noch mal ein bisschen raus. Ich habe halt hier eine Lötstation, die man gerade nicht so ganz sieht, weil die ein bisschen aus dem Sichtfeld ist. Und hier dann halt auch einen Lötkolben. Und löten wir das doch einfach mal an. So. Dazu muss ich natürlich noch mal kurz die Lötstation einstecken. Und jetzt ist das halt ein bisschen schwierig. Man muss dann halt hier natürlich alles ein bisschen runterdrücken und dementsprechend dann halt hier mit dem Lötzinn etwas machen.
Das heißt, die Zellen, die müsste man hier auch halt ein bisschen so zusammendrücken. Das ist halt auch nicht so ganz toll, dass ich jetzt hier das Lot auf die Spitze direkt drauf schmiere. Aber um erst einen Befestigungspunkt zu schaffen, ist das schon so ganz okay. So, und dann noch hier eine andere. Halt ein bisschen schon irgendwie heikel. Deswegen, ich nehme mal hier etwas, womit ich das hier besser drücken kann, womit ich mir dann nicht direkt die Finger verbrenne. Ja, natürlich ja, muss man natürlich die Zelle auch wieder ein bisschen zusammen. Das ist halt alles ein bisschen semi-optimal. Aber man kann sich natürlich auch ein bisschen behelfen, indem man das Ding hier so, vielleicht ein bisschen hier so hindrückt und hier mit einem Gegenstand auch noch Kraft ausübt. Da wäre es halt wirklich hilfreich, noch eine helfende Hand zu haben. So. Na gut, das will jetzt halt nicht halten. Zur Not natürlich könnte man auch versuchen, ja, eine Art Schraubstock oder so etwas zu nehmen. Da muss man nur höllisch aufpassen, wenn die Dinger aus Metall sind, dass man da natürlich nichts kurz schließt. Da müsste man dann halt ein paar ja, Kunststoffplatten oder so etwas nehmen, damit man dann halt verhindert, dass es da wirklich dann einen Kurzschluss gibt. Weil sonst ist das alles sehr problematisch. So. Gut. Und hier kann man auch noch ein bisschen verlöten. Oh, ja, das war jetzt ein bisschen schlecht. Da, wie gesagt, sollte man am besten noch jemanden haben, der dann einem noch eine Hand leihen kann und bei dieser Aktion unterstützt. So. So wären wir jetzt schon fast fertig. Natürlich würde es sich halt auch noch anbieten, das Ding hier zu entfernen. Das kann man halt mit einem Seitenschneider oder so abschneiden. Einfach hier wegknipsen. Und dann hier wieder dran löten. Dass man hier die anderen Sachen halt entfernt. Und dann halt wirklich nur diese Platte hat, damit man wieder natürlich die Elektronik draufsetzen kann. So, aber in diesem Video sollte das erstmal gewesen sein. Im nächsten Video werden wir dann mal das checken, wie das so funktioniert hat. Und ja, da gibt es dann natürlich noch den richtig wichtigen Part. Gut, aber an dieser Stelle erst einmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.